Na, Ubisoft, wie wär's denn mit Geisel auf Villa? Okay, bei euch sicher. Also kann's in den Keller gehen, weil Bombe ist ja da unten nicht. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hauptschlafzimmer, das ist wieder ungemütlich. Schrotflinten, Herzschlag, Mann. Und Tachanker haben wir auch. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wand verstärkt! Grabschau macht Pause. Zeit zurückgesetzt. C4 weg. Die Drohne der Gegner hat den Gefahrgutbehälter lokalisiert. 10 Sekunden. Was ist denn das? So. Ich rufe meine Begleiter. Es bleiben 5 Sekunden. Schütze den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die haben Twitch, hier sind schon Kameras drin kaputt. Und Sophie haben sie auch. Mobilschutz steht! Und IQ haben sie. Ich packe das LMG weg! Schockdrohne fährt im Raum rum. Ja, eins deiner Nein. Hier fährt sie unterm Bett. Hab sie. Ich hab sie nicht erwischt. Hab sie. Mehr ist immer gut. Ja, klar doch. Sagen die zu zweit in der Ankleide. Boah, die Schockdrohne zuckelt aber auch an. Wechselmagazine! Zweite Schockdrohne kaputt. Bei mir kommt jemand an. Was? Der ist verschwunden? Hä? Der Gegner ist vor mir verschwunden. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Zuckelt hier in der Kamera auch rum. Dreistelligen Ping beim Mozzi. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Wir sind bereit und unterwegs. Schädling eingesetzt. Keine Sorge mehr wegen der. AVS,
Wegen den Käfer, wegen des Käfers geht das hier nicht. Oh. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Jetzt der Käfer weg. Praktisch. 10 Sekunden. Schädling ist bereit. Ich wechsle das Magazin. 5 Sekunden noch. Ich sorge für den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Ich werfe den Köder. Nein! Kackschockdrohne schon wieder. Eine habe ich. Das werdet ihr Pisser noch bereuen. Achso, ich dachte mir auf den Seraphim noch. Glas haben sie. Glas on Twitch. Ich wechsle das Magazin! Alle hier ein! Ibana und Divertiti. Zwei auf jeden Fall, Serafina? Okay, okay. Mein! Gibt's doch nicht! Na, kommt hier ins Bad, Mann, hier waren zwei! Mann, ey, kommt hier nicht rein! Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. Die Kollegen sichern den Bereich und die rennen nicht hinterher. Mist, viel zu geduldig. Wir haben zwei neue. Was für Flachpfeifen. Die gegangen sind. Aber wenn sie weg sind, dann können sie wenigstens nicht weiter nerven. Zeigt ja von Charakter, wenn sie rausgehen. Die Leute, die dich verlieren können. Und selbst als erstes sterben. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Okay, Wohnzimmer sind sie offenbar. Ja. Schon wieder einer weniger. Super. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Bist du ins Feuer gefahren? Bist du ins Feuer gefahren, oder? Des Biogefahrgutbehälters. Ja. Das klang wie ein Hm. Ja. Eigentlich so genervt. Sag mal genau. Ist ja ekelhaft. Sehr cool hier oben. Danke. Alle Außenkameras kaputt. Leute. Ist da noch wer hocke? Dann fahre ich mit der Drohne mal ja. Vor. Ja. Dauert noch einen Moment. Die Drohne ist aktiviert. Ja, Klavier ist ein Hologramm.
Ich hoffe, es steht nicht drin. Ah, Alibi hier noch vor uns, rot. Zwei. Genau, an den roten Pings noch. Nein, den nicht. Oh Gott. Nur noch einer vom eigenen Druck. Ja, guck aufs Fenster da. Da verbleibt. Bester Duell gewonnen. Oh. Das ist direkt bei mir. Das ist rechts in der Ecke. Ich hänge. Ich hänge. Achso, da ist die Ecke. Ja, der ist da weggegangen. Kommt raus, kommt raus, kommt raus. Achso, das ist er. Okay, dann. Ist weggegangen. Ich wusste nicht wohin. Er ist wieder da bei dem Fenster, wo du vorgehen. Okay, dann nehme ich jetzt einen. Raum sichern und den Biobehälter schützen. Serafina, kannst du die Drohne hier. Ah! Die Drohne da oben, die ist noch da. Ja, ich glaube an einer anderen Drohne. Achso, kommt der hier reingerannt. So, dann hatte ich den Oryxon nie als Verteidiger, wenn ich Angreifer war. Puh, das war knapp. Kommt der da reingerannt? Vier gegen vier. Heißt das jetzt was? Ich glaube, es ist ausgeglichen. Zumindest auf dem Papier. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Oben. Wohnzimmer, okay. In deinem Entschärferraum. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Kapkan haben sie noch. Kapkan ist der letzte. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Drohne geht raus. Clash. Alle Außenkameras kaputt. Hauptschlafzimmerfenster, ob da jemand rausgucken möchte. Also kannst du relativ sicher sein, Serafina. Was, dass da einer rauskommt? Ja, also ich guck dahin. Ja, ich guck generell, ob jemand. Ja, wie gesagt, du kannst ans Fenster ran. Ich guck hier, ob jemand an der Außenwand rauskommt. Ich sehe sogar Leon. Der Stand ist da.
Ich gehe mal mit Leon mit. Der ist der alleine. Kapkan hinten im Gang. Billard hinten. Ganz hinten. Noch Mann, wer guckt denn da am Fenster bitte und gibt ich? Ich hab's da drauf gehabt, aber nicht getroffen. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Los, Leon. Behält das Verfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp wurde eliminiert. Schon wieder Kaffee, hey, hey, und Bombay. Also Moduswechsel. Schießen hier schon wie wild. Aufhören. Mitchell, du stinkst. Geh weg. Position. 5 Sekunden noch. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. So, 4 haben sie. Ist so fett. Nock haben sie, oder? Das war jetzt Witchell, der meinen Yokai gestört hat. Witchell kann deinen Yokai nicht stören. Dann haben sie Nock.
dem Gegner verbleibt. Gegner weg, sterben. Sophia draußen, Tür, Lesesaal. Ich lade neue Magazine. Taten sind mehr wert als Worte. Ist offenbar nicht mehr draußen, Lesesaaltür. Witschel hat geguckt. Und überlebt, ohne zu schießen. Okay. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Bomben sichern. Wand sicher! Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Stacheldraht in Position. Effizient zu sein. Ja, genau, am Leuchter. Die haben Amaru, setz dich rein. Amaru aufs Dach. Aufs Dach ist sie. Neue Luke offen. Kanal wird aktiviert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Lade nach. Sophia haben sie noch. Neue Luke, eine Drohne drin. Neue Luke, einer drin. Es ist Amaru. Scheiße. Amaru ist oben drin, Luke. Camping ist jetzt, rennt sie weiterhin zum Klavier. Ich glaube Klavier. Ja, Amaru Bart hinten rot.
Camaro immer noch bartrot? Ah, was ist denn das, Mann? Klar doch, die kriegt er dann. Was von wo jetzt? Oh nein, ist schon ein Oberlicht drin, Serafina. Bar, Termit Bar. Ja, ich weiß, hat mich auch. Ein Gegner verbleibt. Kann doch ja nicht sein, ey. Na, hier geblieben. Findest du eh nicht. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Es bleiben noch 5 Sekunden. Da wird er wohl nicht mehr entschärfen können. Doch. Doch. Ah. Am Tresen. Das wird sie doch schaffen, oder? Ja. Leider hat abgesetzt. Hat abgesetzt. Schöne Kameraperspektive, Ubisoft. Aber nicht bis zum Ende. Hä? Doch nicht schön. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Nicht bar. Klingt wie Lesezimmer. Ja, Lesezimmer. Hat eine Bombe gefunden. Oh Gott. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Eine Ahnung, wer der Letzte sein könnte? Entschärfer muss zurückgeholt werden. Bewerb dich doch, Mensch! Was soll denn da? Alter, das kann doch nicht sein, Mann! Brooke ist der Letzte, der sitzt oben. Okay, der Ball oben. Ist gerade da oben. Ganz okay, oben. Gut. Ja, gut. Der Typ lebt noch, an hat Ash bekommen.
Superwalker. Bist ja gar nicht mehr da. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, bist Sledge. Tut mir leid. Der Westenmann ist tot. Das ist eine Galerie da oben, okay, muss ich mal merken. Ist meiner Drohne jemand? Kannst du gucken, Serafina? Drohne unter dem Regal in dem Gang vorm Lesezimmer. Zwischen den Pumpen. Der Jäger hat sie. Haha, hier ist er. Nein! Vor mir! Nur noch einer vom eigenen Trupp. Gegner eliminiert. Bei Café finde ich es einfach oben bei der Bar schön. Da kann man schön reingehen. Also nicht bei der Bar, sondern beim Klavierzimmer. Und da oben verteidigen macht auch Spaß. Im Lesezimmer, Kaminsaal sowieso. Also bei Café muss ich sagen, da hat Ubisoft nichts verhauen. Bei den anderen Überarbeitungen ist es ja so. Und ich muss aufpassen. Zumindest nach meinem Geschmack. Ich muss aufpassen, Yokai nicht hinter dem Kronleuchter verstecken, denn wenn ich Yokai möchte, dann prallt das Ding doch am Kronleuchter ab. Da muss ich aufpassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.